Ich begrüße euch zu diesem ganz kurzen Video, was ich mal dazwischen schieb, wo es über das Waffensammeln und die rote WBK geht. Die meisten von euch werden wissen, dass ich Sachverständige für Schusswaffen bin und daher damit recht viel zu tun habe. Ich habe selber auch ein paar Gutachten geschrieben zur Erlangung von roten Waffenbesitzkarten. Das habe ich vor allem für Bekannte gemacht. Das ist nämlich eine wahnsinnige Arbeit und das habe ich nicht vor, für irgendwelche Fremde zu machen. Und wenn ich mir diese Arbeit auflasten würde für irgendwelche fremden Leute, müsste ich dafür wahnsinnig viel Geld nehmen, dass ich das lohnen würde. Das habe ich einfach nicht vor. Auf jeden Fall ist die Tage was passiert. Ich stehe ja mit einigen Lesern in Kontakt. Einer meiner Leser hat eine rote WBK bekommen und die war sehr speziell. Und die Leute, die sich auskennen, wenn man die befragt hätte, hätten 90% gesagt, es ist unmöglich, dass er die bekommt. Deswegen ist die so besonders und ich will euch hier kurz da was davon erzählen. Ich habe keine Lust, die roten WBKs jedes Mal vorne auf der Vorderseite abzukleben, dass ihr die vertraulichen Daten nicht sehen könnt. Auf jeden Fall, das ist die rote WBK, das ist auch eine. Und hier, das ist ein Gutachten, das hat mir ein Sachverständiger geschrieben, als ich selber, ich sage in Anführungszeichen, nur Sportschütze war. Das war meine erste rote WBK und das war das erste Gutachten. Das habe ich schreiben lassen vom Sachverständigen. Das hier ist ein Gutachten, was ich geschrieben habe für jemand anders, der aufgrund dessen eine rote WBK bekommen hat. Und es ist jetzt so, das, worauf ich raus will. Das alles Entscheidende, wenn ihr eine rote WBK für Waffensammler haben wollt, das ist nicht das Sammelthema. Das ist nicht, was ihr schon an Waffen habt. Auch nicht, in welchem Bundesland ihr wohnt. Das alles Entscheidende ist euer Sachbearbeiter, der für euch zuständig ist. Mit dem steht und fällt dieses ganze Projekt. Da gibt es Sachbearbeiter, die wimmeln euch einfach nur ab. Die erklären euch, das ist nicht möglich und ihr geht wieder raus. Da gibt es Sachbearbeiter, die kennen sich nicht aus, da kennt sich fast niemand aus von den Sachbearbeitern, weil die so einen Antrag nur alle 5 Jahre, alle 10 Jahre reinbekommen in irgendwelchen kleinen Gemeinden. In kreisfreien Städten bearbeiten die, ist es oft nur ein Sachbearbeiter. Und wenn der den Antragsteller abwimmelt, geht er meistens einfach rausgeknickt und gibt das Projekt auf, anstatt das dann durchzukämpfen. Es gibt da faule Sachbearbeiter, es gibt da feige Sachbearbeiter, wo man dann einfach für kämpfen muss. Es gibt aber auch sehr vernünftige, die hören sich das an und prüfen das gewissenhaft. Und dann gibt es auch welche, die sagen sich, die prüfen das und sagen sich, ja, das passt schon und genehmigen das, obwohl es die Verwaltungsvorschrift gar nicht zulassen würde. Also, steht und fällt mit eurem Sachbearbeiter. Wenn ihr eine rote WBK haben wollt, überlegt euch ganz grob, was das Sammelgebiet sein soll, geht zu eurer Waffenbehörde und redet mit ihm. Klärt ab, ob ihr es selber schreiben könnt oder ob ihr einen Sachverständigen dafür braucht. Und was ich jetzt noch dazu sagen wollte, auf meinem Blog findet ihr eine ausführliche Anleitung, sehr ausführlich, wie ihr eine rote Waffenbesitzkarte beantragt und bekommt, auch wie man ein Gutachten schreibt. Die meisten Sachverständigen, die würden das niemals machen, weil die damit Geld verdienen. Ich verdiene damit kein Geld. Und deswegen erkläre ich euch auf meinem Blog kostenlos, wie das funktioniert. Dieser Leser, der wollte Kurzwaffen eines deutschen Herstellers, und zwar moderne. Und das ist in der Regel, wird es nicht genehmigt. In der Verwaltungsvorschrift steht drin, dass Sammelanfänger sich beschränken sollen und keine modernen Waffen bekommen sollten. Bei manchen ist es so, dass die bis zum Jahr 1918 beschränkt werden. Und erst wenn sie diese Waffen ausgiebig gesammelt haben, bekommen die Erweiterungen. Dann zum Beispiel auf das Jahr 45 und dann kann sich das steigern.
Jemand, der schon länger sammelt, der bekommt auch relativ problemlos modernere Waffen, aber für Anfänger ist das in der Regel nicht vorgesehen. Der ist dann zu seiner Waffenbehörde gegangen. Die Waffenbehörde hat ihm gesagt, gehen Sie zu diesem Sachverständigen, zum vereidigten Sachverständigen XY. Der hat Ahnung, mit dem arbeiten wir zusammen. Und dann hat der Sachverständige ihm gesagt, kein Problem, das schreibe ich dir, das machen wir. Dann hat er nochmal mit mir Kontakt aufgenommen und habe ich gesagt, wenn die das sagen, wird das funktionieren. Wenn die Waffenbehörde sagt, mit dem arbeiten wir zusammen, wird sie das genehmigen, was er in das Gutachten schreibt. Und so kam es dann auch. Er ist, wie ich damals, nur Sportschütze und hat jetzt mit seiner ersten roten WBK vorne draufstehen, die Kurzwaffen eines deutschen Herstellers bis zum Jahr 2000. Das ist die letzten Tage passiert in Norddeutschland. Also, mein Fazit: Geht den Weg, wer wagt, gewinnt. Und wer keine Anträge schreibt, darf sich nicht über strenge Waffenrecht beschweren. Nichts ist unmöglich. Wenn der Sachbearbeiter euch abwimmelt, reicht den Antrag schriftlich ein und kämpft es durch. Wenn der den Antrag prüft und euch das Zurückziehen des Antrags nahelegt, dann solltet ihr sehr schlau vorgehen. Dann wird es in der Regel sinnvoll sein, den Antrag zurückzuziehen, weil er nicht genehmigt wird. Holt euch einen Rat ein von schlauen Leuten, die sich damit auskennen. Bittet die Sachverständigen um Rat und andere Sammler, die den Weg schon gegangen sind, die werden euch in etwa sagen können, was möglich ist und was nicht. Ja, ich hoffe, das hat den einen oder anderen ermutigen können, diesen Weg zu gehen. Das machen leider viel zu wenige Waffensammler werden, weil sie halt auch keine Ansprechpartner haben in den Schützenvereinen. Ich hoffe, das fandet ihr interessant und das hilft dem einen oder anderen weiter und vor allem es kann den einen oder anderen dazu motivieren, diesen Weg zu gehen. Ich wünsche euch nur das Beste, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.